So, da, jetzt machen wir eine kleine Grundschulung von Original Steyr Buchnockenwellen. Ich würde immer aufpassen, dass die Nockenwellenzahnräder Matching Numbers, also paarweise zusammen sind, dass die gleichen Nummern drinnen stehen, weil sonst macht es ein Geräusch möglicherweise, wenn man es untereinander tauscht. Und es gibt auch den Unterschied spitze Zähne und flache Zähne. Also alte Version, neue Version. Ja? Das ist eine Nummer, da gibt es gar keine Nummer. Bei dieser Nockenwelle, da ist zum Beispiel eine Nummer 3 drinnen. Die Nummer 3 waren in die 500er, in die ersten 650er. Also nicht in die ersten. In die ersten waren ja gar keine Zahlen drinnen. Dann gibt es die Nummer 2. Was ist die Nummer 2? Schauen wir mal. Na, das ist eine Standard-Nockenwelle, aber schon mit spitze Zähne. Vor in die ersten Motoren drinnen. Dann mit der Nummer 2. Die Nummer 3 haben wir gerade schon gehabt. Und das ist eine spezielle Nockenwelle. Das ist eine TR-Nockenwelle mit der Nummer 4. Das Markante, es hat auch zwei Nuten. Man konnte die um 7 Grad versetzen. Da gibt es eine Position 1 und eine Position 2. Immer aufpassen, dass Matching Numbers ist. Und die beliebteste Nockenwelle ist die Nummer 5. Dreht meistens nicht höher als wie 6000. Die regelt selber ab. Hat auch die spitzen Zähne, weil es eine letztere Nockenwelle ist. War auch in die Haflinger Motoren drinnen. In die Reform Heuwender Motoren. In die Fiat 126er Buchmotoren und in die 500S. Waren sie original. Und die geht von unten sehr gut. Der Nachteil ist, man kann nicht höher rausdrehen. Aber zum Spazierenfahren eine Spitzennockenwelle. Thank you.